Heute besuche ich drei Familien für jeweils einen Tag. Ich besuche die Feuerwehrfamilie, die Rettungssanitäterfamilie und die Polizeifamilie. Nach 3 Tagen entscheide ich, welche Familie mich adoptieren darf. Bleib also unbedingt bis zum Ende da. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Es geht um Leben und Tod. Hörst du das, Papo? Das ist unser Signal. Es ist ein Notfall. Du musst dich für eine Familie entscheiden, Papo. Also für welche Familie entscheidest du dich? Papo, zuerst wird dich die Feuerwehrfamilie abholen. Dann kannst du einen Tag bei der Feuerwehrfamilie verbringen. Die Familie müsste jeden Augenblick da sein. Hallo, ich bin der Vater der Feuerwehrfamilie. Das ist meine Frau und du musst dann wohl Papo sein. Die Verspätung tut uns leid, aber wir kommen gerade von einem Einsatz und mussten ein Feuer löschen. Dann komm mal mit, wir fahren dich jetzt nach Hause. Okay, ich komme mit. Ihr seid ja sogar mit einem Feuerwehrauto da. Das ist so cool. Darf ich vorne sitzen? Wir sind die Feuerwehrfamilie und fahren immer mit unserem Feuerwehrauto durch Brookhaven. Du darfst natürlich vorne sitzen. Wenn du willst, kannst du auch die Sirenen anmachen. Oh, voll cool. Dann setze ich mich gleich mal nach vorne hin. Yeah. Wir fahren dich jetzt nach Hause zu unserer Feuerwehrzentrale. So, Babo, ich hoffe, du sitzt fest im Sattel. Und jetzt fahren wir los. So, einmal hier am Kindergarten vorbei und dann hier an der Polizei und am Krankenhaus vorbei. Und dann sind wir auch schon da. Hier ist unser Zuhause. Hier ist unsere Feuerwehrstation. Yeah. Und jetzt auch einmal hier rückwärts einparken. Und wir sind da. So, jetzt kannst du aussteigen. Ihr wohnt in der Feuerwehrzentrale? Das ist ja mal mega cool. Hier ist immer was los und es wird nie langweilig. Ich schaue mich hier mal um. Also hier ist die Garage mit großen Feuerwehrautos und da vorne ist das Büro. So, in dem Büro schlafen wir anscheinend auch, weil hier liegt mein Schlafsack und hier ist das Hochbett für Mama und Papa. Stimmt genau, Papu. Wir schlafen hier alle in der Feuerwehrzentrale, damit wir möglichst schnell bei dem Einsatzort sind. Denn wir sind die Feuerwehrfamilie und retten die Stadt vor dem Feuer. Die Sirene läutet. Auf geht's, Feuerwehrfamilie. Die Pflicht ruft, wir müssen ein Feuer löschen. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Es geht um Leben und Tod. Also schnell ab in das Feuerwehrauto. Wir müssen schnell zu dem Einsatzort fahren. Es sind alle im Feuerwehrauto. Wir können los. Wir müssen uns beeilen. So, jetzt einmal hier rechts rum. Hier rechts rum. Dann geradeaus. Oh, wir haben keine Zeit mehr. Wir fahren jetzt einfach hier über den Rasen. So, da brennt nämlich ein Haus. Wir müssen uns voll beeilen, Leute. Hier hoch. Und da vorne ist schon das Haus. Leute, seht ihr das Haus? Das brennt doch schon voll. Wir sind beim Einsatzort angekommen. Ich renne da jetzt rein und lösche das Feuer. Ich habe meinen Feuerlöscher dabei. Und ich lösche jetzt das hier ab ins Haus, Leute, ab ins Haus. Ich bin hier jetzt drin, hier oben. Und hier eben Feuer löschen, überall Feuer löschen, Leute. Hier auch Feuer löschen, überall Feuer löschen. Oh, hier brennt das ganze Haus, hey. Hilfe, hier brennt das ganze Haus. Hier nochmal ein bisschen Feuer löschen. Feuer löschen, Feuer löschen, Feuer löschen. Und das Feuer ist gelöscht, Leute. Das Feuer ist gelöscht. Papo, was hast du getan? Das war viel zu gefährlich. Du kannst nicht einfach ohne uns in ein brennendes Haus rennen und mit einem kleinen Feuerlöscher versuchen, ein ganzes Haus zu löschen. Das war unverantwortlich von dir. Falls du dich für unsere Familie entscheidest, dann musst du damit aufhören. Ich bin wieder im Kinderheim. Der Tag mit der Feuerwehrfamilie war echt cool gestern. Mir hat nur nicht gefallen, dass ich am Ende Ärger bekommen habe. Ich hoffe, die nächste Familie wird auch cool. Es ist die Rettungssanitäterfamilie. Ich bin gespannt, ob wir genauso viel Spaß haben werden. Hallo, Papo. Ich bin die Mutter der Rettungssanitäterfamilie. Wir werden dich heute mitnehmen. Ich hoffe, du hast bei uns einen schönen Tag. Wir sind immer im Stress und retten Leben. Wir sind extra mit dem Krankenwagen gekommen. Komm mit, wir fahren dich nach Hause. Du darfst auch vorne sitzen. Wow, cool. Danke, Mama, dass ich vorne sitzen darf. Ich bin schon so gespannt, wo ihr wohnt. Die Feuerwehrfamilie wohnt in der Feuerwehrzentrale. Wohnt ihr im Krankenhaus, wenn ihr die Rettungssanitäterfamilie seid? Ja, genau. Wir wohnen im Krankenhaus, damit wir immer rechtzeitig bei dem Krankenwagen sind. Und dann schnell die Verletzten in das Krankenhaus zu bringen. Du musst wissen, bei einem Unfall kommt es auf jede Sekunde an. Genauso wie bei einem Feuer. Komm, steig ein, wir fahren dich jetzt in das Krankenhaus. Wir sind jetzt auf dem Weg in das Krankenhaus und ich bin schon so gespannt darauf, was heute alles passieren wird.
Gestern war ich bei der Feuerwehrfamilie und heute bin ich bei der Rettungssanitäterfamilie und morgen bei der Polizeifamilie. Am Ende werde ich mich für eine Familie entscheiden. Die Familie wird mich dann adoptieren. Vielleicht ist es die Rettungssanitäterfamilie, vielleicht aber auch nicht. So, wir sind jetzt im Krankenhaus angekommen. Babo, komm mit. Ich zeig dir, wo wir schlafen. Alles klar, ich komm mit. So, ich geh schon mal vor. Einmal hier lang und hier lang und wir sind da. Wir sind hier in den Behandlungszimmern. Wir schlafen immer einfach in den freien Betten, wo gerade kein Patient liegt. So sparen wir uns die Mietkosten für eine eigene Wohnung und sind immer super schnell bei der Arbeit. Hörst du das, Papo? Das ist unser Signal. Es ist ein Notfall. Komm schnell mit zu dem Rettungswagen. Wir haben einen neuen Einsatz. Es geht um Leben und Tod. Beeil dich, wir dürfen nicht zu spät kommen. Wir wissen nur, dass uns jemand braucht. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Reiterhof. Es wurde uns ein Unfall gemeldet. Babu, du darfst mit, aber pass auf, dass du uns nicht in den Weg stehst. So, wir fahren jetzt los. Und da vorne ist auch schon der Reiterhof. Oh, da liegt schon jemand. Oh, da liegt jemand. Da liegt jemand, Babu, da liegt jemand. Da vorne liegt der Verletzte. Ich renne direkt los, um ihm zu helfen. Babu, das geht nicht. Du kannst nicht einfach so über die Straße rennen. Das ist viel zu gefährlich. Das musst du in Zukunft lassen. Ich kann doch sonst ein Auto anfahren. Und das wollen wir nicht. Wir haben hier schon einen Verletzten und brauchen keinen weiteren. Na, Babu, heute ist dein dritter Tag. Das heißt, heute wird dich die Polizeifamilie einen Tag mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit ihnen. Denk daran, am Ende des Videos musst du dich für eine Familie entscheiden, die dich adoptiert. Ist gut, mach ich. Die Polizeifamilie ist auch schon da. Hallo Mama und hallo Papa. Ihr seid für einen Tag meine Eltern. Ich bin schon gespannt, was ich heute mit euch erlebe. Gestern war ich bei der Rettungssanitäterfamilie und davor bei der Feuerwehrfamilie. Wir sind die Polizeifamilie und sorgen für den Schutz und die Sicherheit in Brookhaven. Wir haben schon viele kriminelle Leute gefasst und wir sind auf alles vorbereitet. Komm mit, in unserer Familie verlangen wir Disziplin und Ordnung. Und es geht bei uns. Ohne uns geht das bei uns nicht. Oh, das geht ja schon gut los. Vielleicht sind die aber ja doch ganz nett. Ich gehe erstmal mit. Da vorne steht auch schon das Auto. Da steige ich jetzt ein. Ich sitze jetzt hinten bei denen. Normalerweise sitze ich ja immer vorne, aber jetzt sitze ich hinten. Ich sitze jetzt hinten, wo normalerweise die Verbrecher sitzen. Wir fahren jetzt zum Polizeirevier, denn wir sind die Polizeifamilie. Wir arbeiten nicht nur auf dem Polizeirevier, sondern wohnen auch dort. Ich zeig dir deinen Schlafplatz, wenn wir da sind. Wir sind da. Komm, ich zeig dir unseren Schlafplatz. Unser Schlafplatz hier ist die letzte Zelle, wo wir schon drin sind. Dort ist unser Hochbeet. Da schläft unsere Familie. Von hier aus sind wir immer einsatzbereit und stets auf der Suche nach Verbrechern. Du bist doch kein Verbrecher, oder Papo? Nein, ich bin kein Verbrecher. Ich finde es nur komisch, dass wir alle zusammen in einer Gefängniszelle schlafen. Oh, hört ihr das? Das ist ein Notruf. Wir haben einen Einsatz. Ich darf doch mitkommen. Los, Babu, steig ein. Wir müssen schnell zum Auto. Das war die Sirene. Wir haben einen Notfall. In der Schule gibt es eine Schlägerei. Wir müssen schnell dorthin. Misch dich aber nicht ein, Babu, weil du ja noch zur Schule gehst. Das mache ich nicht. Versprochen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Schule. Bei der Schule gibt es eine Schlägerei, Leute. Wir müssen da schnell hin und da vorne ist schon die Schule. Hier vorne ist schon die Schule. Wir sind schon da. Die Schlägerei ist schon vorbei. Alle Beteiligten sind schon längst weg. Da begehe ich mich mal schnell alleine auf die Suche nach ihnen. Ich werde zuerst im Schulgebäude nach ihnen suchen. Vielleicht ist da hier noch jemand. Mal gucken, ob hier jemand ist. Ist hier jemand? Hier, 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 hier. Vielleicht ist ja hier jemand. Ist hier jemand? Nein, hier ist keiner mehr. Es ist keiner mehr in der Schule. Die alle von der Schlägerei sind schon weg. Halt, Babu, das geht nicht. Du kannst doch nicht einfach allein nach irgendwelchen Schlägertypen suchen. Wir sind die Polizei und arbeiten immer im Team. Babu, es ist nun der vierte Tag. Du hast die letzten drei Tage drei Familien besucht. Zuerst warst du bei der Feuerwehrfamilie, dann bei der Rettungssanitäterfamilie und gestern bei der Polizeifamilie. Welche Familie hat dir am besten gefallen? Und von welcher möchtest du adoptiert werden? Mir haben alle Familien super gefallen. Aber was denkst du? Schreib mir in die Kommentare, für welche Familie du dich entscheiden würdest. Du musst dich für eine Familie entscheiden, Babu. Also für welche Familie entscheidest du dich? Wenn ich mich entscheiden muss, dann entscheide ich mich für die Rettungssanitäterfamilie. Abonniert den Kanal. Tschüss.